Unorthan! Ups, die Arche ist weg. Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Wir sind hier in Hamburg am roten Teppich bei der Filmpremiere von Ups, die Arche ist weg. Ups, die Silvia ist weg. Ah, Christian, hast du kurz Zeit? Hier werden heute unter anderem die Synchronsprecher Katja Riemann und Christian Ulm erwartet. Aber erstmal zeigen wir euch, worum es in dem Film geht. Die Sintflut kommt. Doch Finny und Lea schaffen es nicht rechtzeitig auf die Arche. Gemeinsam begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise dem Schiff hinterher. Finnys Papa Dave und Leas Mama Kate sind währenddessen auf der Arche Krankvorsorge um ihre Kinder und versuchen alles, um das Schiff zum Umkehren zu zwingen. Ich werde dieses Schiff für niemanden wenden. Ausgedacht hat sich diese Geschichte unter anderem Regisseur und Drehbuchautor Tobi Genkel. Zusammen mit den Synchronsprechern des Films und seinem Produktionsteam stellte er das Animationsabenteuer Ende Juni in Hamburg vor. Schauspielerin Katja Riemann fiel das Synchronisieren der Mutter Kate leicht, denn sie konnte sich sehr gut in die Figur hineinversetzen. Ich glaube, dass es ganz gut ist, dass man so einen Animationsfilm mit viel Vergnügen angeht und ein bisschen weniger Psychologie. Und dass Mütter und Väter natürlich verzweifelt sind, wenn ihre Kinder verschwunden sind, das glaube ich, kann sich jeder vorstellen. Dazu braucht man gar nicht so viel Schauspielerei. Auch Schauspieler Christian Ulmen fühlte sich schnell mit seiner Filmfigur verbunden. Er spricht Dave, der eigentlich nicht mit auf die Arche darf, weil er nicht auf Noahs Liste steht. Soll das ein Witz sein oder was? Liebling, da bist du ja. Na, wozu die Eile? Glaubst du ernsthaft, du kommst mit so einem Quatsch durch? Nicht so laut. Du sprichst Dave, den Vater von Finny. Also ein lila Monster mit großem Rüssel, das von höherer Stelle aussortiert wurde. Warum glaubst du, hat man dich für diese Rolle ausgewählt? Nun, weil es sich um ein lila Monster handelt mit einem großen Rüssel, das von höherer Stelle aussortiert wurde. Und dann war das im Grunde Typecast. In dem Film geht es ja zentral um Noahs Liste. Gibt es denn in deinem Leben auch eine Liste, auf der du nicht draufstehst, wo du aber gerne deinen Namen drauf sehen würdest? Eine Liste, auf der ich nicht draufstehe, auf der ich gerne meinen Namen lesen würde? Nee, ich bin eigentlich immer auf allen Listen. Nein, mit Sicherheit, ich fehle auf allen Listen, aber das ist auch eigentlich ganz okay. Man muss nicht auf allen Listen stehen. Dein Charakter Dave versucht ja das Schiff, die Arche, zum Umkehr zu bewegen. Ja. Wann hast du zuletzt was Rebellisches gemacht und dich mit der Obrigkeit angelegt? Ich fahre gerne auf dem Fußgängerweg Fahrrad und ich halte es fast für Körperverletzung, mich dazu zu zwingen, auf der Straße zu fahren. Ja, das ist ein ernstes Thema. Und da habe ich mich mit der Polizei angelegt, die mich zwingen wollte, dass ich auf einer vierspurigen Straße fahre. Ich finde es auf dem Bürgersteig sicherer. Und ich fahre auch niemanden um. Das war mein letzter rebellischer Akt. Das ist eigentlich sehr traurig. Mein letzter rebellischer Akt war, auf dem Gehweg Fahrrad zu fahren. Hi. Ich heiße Staypot. Ich bin Mobesis bester Freund. Du bist eine Nervensäge. Solche Späßchen machen wir ständig. Was würdest du sagen, ist so das Reizvollste am Synchronsprechen für einen Animationsfilm? Naja, die Geschichte an sich, die Figuren sind halt immer sehr, sehr niedlich. Also je nachdem, was man natürlich synchronisiert. In diesem Fall war das sehr süß. Also den Stay Put, der hat viel Spaß gemacht, den ich synchronisieren durfte. Der ganze Film ist echt klasse. Ist ein schönes Familien-Popcorn-Kino, wie man sich so vorstellt. Und ich mag einfach Zeichentrick. Ich habe selber Kinder. Ich bin eh so ein Quatschkopf. Ich chargiere gerne und gehe gerne. Oh ja, mach sehr viel Zeichentrick-Synchronisation, war bei den Muppets dabei und. Und deswegen war das hier ein großer Spaß, bei Ups, die Arche ist weg mitzuwirken. In dem Film geht es ja darum, dass auf einmal die Arche weg ist. Wann hast du denn zuletzt mal was verpasst, beziehungsweise bist zu spät gekommen? Das kommt mir eigentlich sehr oft vor, ehrlich gesagt. Wenn man die Bahn verpasst und danach einen wichtigen Termin hat oder ähnliches. Ja. Und was magst du so an deiner Figur, die du gesprochen hast, am meisten? Dass sie einfach total lebensfroh ist und niedlich und immer munter und denkt, dass jeder ihr Freund ist und jeder genauso ist wie er. Die Figur Finny mitentwickelt und in Szene gesetzt hat Tobi Genkel. Wie muss man sich denn das Regieführen bei einem Animationsfilm vorstellen? Also im Wesentlichen, am Anfang haben wir eigentlich hat es dieselbe Struktur wie beim normalen Film auch. Ja? Wir brauchen ein gutes Drehbuch, eine gute Geschichte. Daran ändert sich es eigentlich nicht. Und wir müssen diese gute Geschichte gut erzählen. Ja? Da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied. Der große Unterschied beim Animationsfilm ist, dass wir den Schnitt zum Beispiel am Anfang machen und nicht erst am Ende in Form von Storyboards und Animatics. Das ist im Wesentlichen ein Unterschied. Ansonsten hat es eigentlich viel mehr Gemeinsamkeiten, als sich diese beiden Genres voneinander trennen.
Der heimliche Star der Premierenveranstaltung war der 16-jährige Danjon. Bekannt geworden ist er durch die Castingshow The Voice Kids. Diese hatte er 2014 gewonnen. Du singst ja den Titelsong des Films Lucky Day. Wie kam es denn dazu? Dass ich den Song gesungen habe, das kam eigentlich über so eine Veranstaltung, das waren die Filmfestivals in München. Und dort haben mich dann die Macher angesprochen und haben gesagt, du wärst ganz cool dafür und ob ich Bock drauf hätte. Und dann dachte ich, ja cool, also der Film hat mir auch voll gefallen. Und dann dachte ich, ja, kann man ja machen. Und was würdest du sagen, wann hattest du zuletzt einen Lucky Day? Heute, also dass die ganzen Leute gekommen sind und so, finde ich ganz schön cool. Und ich bin lucky, dass ich das erleben darf. Jemand muss mal geknuddelt werden. Das war's hier aus Hamburg von der Filmpremiere von Ups, die Arche ist weg. Genau, und wir müssen jetzt ganz schnell zum Bahnhof, denn sonst verpassen wir unseren Zug. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nee, Tim, lass uns noch einen Take machen. Ach Quatsch, wir haben noch Zeit, ich mach noch einen. Also, das war's hier aus Hamburg von der... Oh! Ups, der Zug ist weg.